Okay, machen wir eine letzte Fahrt in diesem wunderschönen Wagen. Ah, schön, 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 schön. Ja, was kann ich zu dem Auto sagen jetzt so als Abschluss nochmal? Ich habe die Fahrten mit diesem Auto sehr genossen. Wir hatten ihn jetzt eineinhalb, fast zwei Wochen lang jetzt gehabt. Und das Auto ist mir sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen. Ich kann mir dieses Auto privat als Alltagsfahrzeug sehr, sehr, sehr gut vorstellen, weil das Auto einfach so angenehm zu fahren ist, sehr luxuriös, sehr bequem. Und wir haben viel Platz, so viel Platz, dass wir jederzeit sagen können, okay, wir gehen jetzt mal einen Tisch von drüben abholen oder die Umzugskartons müssen noch mit oder sonstiges. Also das ist sehr, sehr, sehr angenehm und man kann unglaublich viel Kilometer mit diesem Auto zurücklegen, ohne dass einem nach 200 oder 300 Kilometern einem den Arsch wehtut, weil man entweder dann die Massagesitze einschaltet oder weil allgemein die Sitze so bequem sind und so angenehm sind, dass man sie auch in allen möglichen Variationen verstellen kann, dass man seine perfekte und bequeme Sitzposition findet und man ja, sich nicht wirklich so fühlt, als würde man sitzen, sondern irgendwie, weiß ich nicht, Embryo-Haltung. Nein, wirklich, also es ist wirklich unglaublich bequem. Ich hatte auch schon ein paar Mitfahrer bei mir gehabt jetzt, die dann immer gesagt haben, auch wo wir längere Strecken gefahren sind, wie krass bequem das ist und dass sie normalerweise bei anderen Autos das Problem haben, nach mehreren hundert Kilometern, dass ihnen alles wehtut. Und bei dem Auto haben sie das nicht. Also das ist schon so ein Indiz dafür, dass das hier wirklich sehr, sehr, sehr gut ist, sehr bequem und sehr, ja, rückenschonend scheinbar auch ist. Und allgemein, das Fahren ist halt einfach so schön. Man ist irgendwie so entschleunigt in diesem Fahrzeug. Man kann schnell fahren, definitiv. Man kann mit ihm richtig Gummi geben, richtig Gas geben, auf der Autobahn immerhin 180. Wenn das immer noch zu langsam ist, der lässt ihn aufmachen, dann geht er 250. Beschleunigen tut er auch ganz gut. Unter 8 Sekunden ist er auf 100. Für so ein Schlachtschiff ist das eigentlich vollkommen in Ordnung. Da kommen viele Kleinwiegen nicht mit. Und wenn man dann nochmal so ein bisschen Gas gibt, so, dann hat man auch noch einen wunderschönen sonoren Sound, den eigentlich fast jeder nicht mögen kann. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Auto und ich liebe jede Sekunde in diesem Auto, um damit zu fahren, wenn nur der Preis nicht. 100.000 für so ein Auto ist halt schon eine Stange Geld, wirklich viel Geld, die ich nicht persönlich habe, leider, sonst würde ich mir das Auto tatsächlich kaufen. Weil ich noch nie, also ich mag unseren Cadillac, das ist wirklich auch sehr bequem, das ist heimisch, das ist das, woran wir uns gewöhnt haben. Aber das hier ist halt modern und angenehm. Und das ist halt, obwohl es so unglaublich riesig ist und unübersichtlich, kann man doch dennoch sehr vernünftig mit dem Auto auch in der Stadt fahren. Und man würde so denken, so ja, mit denen in der Startparkplatzsuche ist bestimmt eine Katastrophe. Nö, eigentlich gar nicht. Klar, man braucht einen größeren Parkplatz, aber das geht auch irgendwie. Und ja, ansonsten kommt man auch in der Stadt mit so einem Auto ganz gut klar. Spritverbrauch ist natürlich auch ein großes Thema bei dem Auto. Also mein bester Spritverbrauch waren 10,4 für 100 Kilometer. Das waren, glaube ich, ja, so ein Mischmasch aus Autobahn und Landstraße. Das ist ja vielleicht jetzt nicht unbedingt sparsam, wenn man jetzt an Prius oder sowas denkt. Aber für so ein Schiff wirklich vollkommen in Ordnung, wenn man bedenkt, dass man hier 7 Leute reinpacken kann und die dann durchteilt durch den Spritverbrauch, ist das vollkommen in Ordnung. Ja, wenn man das Auto natürlich sportlich fährt oder sehr viel im Stadtbereich fährt, dann kommt da auch ein bisschen was zusammen. Mein Rekord an Spritverbrauch waren 17,6, 17,8 irgendwie so, also reiner Stadtbetrieb. Das ist dann natürlich schon nicht wenig, aber wenn man hier so wie wir hier draußen auf dem Land lebt, ist der Schnitt dann ungefähr 11 bis 12 Liter und das ist vertretbar. Da braucht unser genauso viel. So, apropos, wo wir vom Tanken sprechen, ich gehe jetzt die letzte Ehre erweisen und zwar gehen wir jetzt tanken mit dem Auto. Ich glaube 90 Liter gehen in den Tank rein, da freut sich immer der Tankwärter. Aber prinzipiell ist alles in Ordnung, alles im grünen Bereich. Ich werde das Auto vermissen, bin ich ganz ehrlich. Also, es ist wirklich ein Auto zum Verlieben einfach. Ich glaube, kaum einer, der wird sich nicht
mit diesem Auto hier keinen Wohlfühlfaktor einstellen, weil das wirklich so ist, dass man hier wirklich eigentlich jede Person mit dem Auto ganz gut klarkommt. Klar, Luxus, Massagesitze und 3 Zonen Klimaanlage und Sitzheizung und so weiter, das sind alles schöne Spielereien. Aber auch das Fahrerische, ne? Xerien kommt mit dem Auto super klar, wahrscheinlich sogar besser als mit unserem Auto, weil man einfach so viele Helferlein hat, die einem dabei helfen, auch in jede Parklücke oder brenzlige Situation klar zu kommen. Und ja, das ist für mich persönlich, ist dieses Auto wirklich, wenn jemand sagen würde, würdest du es kaufen? Ja, wenn ich das Geld hätte, würde ich es kaufen. Da würde ich sogar eine Corvette oder sonstiges vorziehen, weil das hier einfach ein ganz anderes Fahren ist. Und ja, muss man selber ausprobieren. Wirklich, probiert das selber aus. Macht die Erfahrung selber, leiht euch mal ein, geht zu Geigergas, sagt hier, ich will so ein S-Klett kaufen, ihr habt gehört, der fährt sich voll cool, lass mal fahren. Vielleicht habt ihr Glück, dann lässt euch fahren, probiert es aus, ist wirklich sehr, 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 sehr cool und macht unglaublich viel Spaß. Ja, mein Freund, wir haben eine geile Zeit, Wien, dann ganz verrückte Sachen gemacht, Frankfurt hin und zurück gefahren, mitten in der Nacht, für 1-2 Stunden nach Frankfurt gefahren. Stuttgart waren wir 2-mal. Also wir sind auch echt viele Kilometer damit gefahren. Arbeiten waren wir. Ja, wirklich schön. Wirklich schön. Und ich werde diese Zeit sehr in Erinnerung behalten und weiß, worauf ich hinarbeite, weil wenn ich irgendwann mal die Möglichkeit habe, mir so ein Auto zu kaufen, dann wird es garantiert so ein Auto werden und kein VW oder sowas, um ehrlich zu sein, weil das hier ist schon eine ganz andere Liga. Wirklich eine ganz andere Liga. So, ja, ich weiß, da vorne fährt einer ziemlich langsam. Na gut, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine kleine Reise im Cadillac Escalade. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen jetzt auch ein Kaufargument. Wenn ja, gönnt euch den Spaß. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich sage Tschüss, Arrivederci.